Die Schuhe an heute. Na, Gucci Loafer mit dem Horsebit vorne drauf, Alter. Das ist so geil, Alter, im neuen Studio. Ich kann's machen, was du willst. Meine lieben Freunde, der mit einem relativ lauten Rülps starten Unterhaltung. Willi und Vincent hier wieder in Topform und gar nicht so asozial, wie man denken mag. Kunde! Grüß, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also, ich bin ein bisschen müde. Dem aber, Leben überdrüssig. Aber dem Leben überdrüssig, genau. Aber eigentlich geht's mir gut. Ich finde deine Schuhe schön. Deswegen, es erhält gerade meinen Tag auf jeden Danke. Fall. Danke. Die guten Gucci-Laufer. Freut mich. Freunde, wir haben hier heute was ganz Tolles. Diesmal leite ich ein. Und zwar. Edo-Guts. Wir müssen aber vorher noch was sagen. Willi, was ist dir passiert? Komm, beichte es bitte. Okay, aber ich erzähle die ganze Geschichte, weil normalerweise erinnerst du mich ja immer dran. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich hätte heute meine Edo-Guts-Sachen mitbringen müssen, hab's aber leider vergessen. Da haben wir den Salat. Und ist mir dann vorhin, als wir das Paket aufgemacht haben, ist mir das aufgefallen. Man muss aber auch dazu sagen, die Sachen, die wir hier haben, sind identisch zu denen, die ich habe. Bis auf die Hose, aber da das eh ein On-Demand-Produkt ist, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Und es gibt ja auch ein Reel von dem Outfit, das können wir hier auch noch mal einblenden. Genau. So, Freunde, wir starten direkt rein. Wir haben ein Paket bekommen von Edo-Guts. Kurze, um euch mal abzuholen, was hier eigentlich gerade passiert. Edo-Guts ist ein Label aus Berlin von Dirk und seiner Freundin. Das sind zwei Leute, die dieses Label machen. Die haben einen sehr nachhaltigen Ansatz, sind extrem sustainable und produzieren sehr, 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 sehr simple Klamotten in einer großen Farbpalette. Da gibt es Sachen, die sind on demand, da gibt es Sachen, die gibt es halt einfach im Stock und dann sind die irgendwann ausverkauft. Und wir beide sind tatsächlich ziemlich große Fans der Marke und haben deswegen gesagt, komm, wir machen hier mal einen Brandcheck und präsentieren euch mal, was die guten können. Das heißt, wir sind ultra biased und alles, was wir hier erzählen, ist scheiße. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Kollektionsvorstellung rein. Ja, den gut. Stuff, den wir hier haben. Darfst du gerne machen. Ich habe hier ein Beanie aus Merino-Wolle. Gibt es in mehreren verschiedenen Farben. Du hattest es jetzt noch in einem Blau, glaube ich. Genau, braun. Dunkles Blau. Bla bla bla. Gibt es auf jeden Fall ein paar Farben. Was haben wir hier? Ein Crewneck. Ein Crewneck, Junge. Schönes Crewneck. Nee, das ist halt so ein Basic Sweater einfach. Auch ein sehr schönes Ding. Und du weißt es bestimmt wieder auswendig. Ich gucke nochmal nach. Ist Baumwolle von innen angeraut, also kein Terry Cotton. Ich habe nur gerade geguckt, ob es Bio-Baumwolle ist, aber nee, war es nicht. Genau, dann haben wir hier, ich würde erstmal auf das andere T-Shirt eingehen, das haben wir nämlich eben gerade nochmal aus dem Paket rausgezogen. Hier nochmal ein T-Shirt mit so ein bisschen so einem aufgesetzten Kragen sozusagen in einer anderen Farbe. Das gibt es auch nochmal in verschiedenen Farben, auch ohne irgendwelche Veredelungen drauf. Und hier unser Highlight, und ich glaube, das, was wir jetzt in letzter Zeit dann doch relativ intensiv getragen haben, sind die sogenannten Havraglan-T-Shirts. Das sind Shirts, die sind eher aus so einem, wie von Polos. Ist das deins? Ja, das ist meins. Aus so einem Polostoff, oder? Ja. Genau, und das war's am Ende. Um vielleicht noch mal ganz kurz was dazu zu sagen, die ganzen Sachen, die wir hier haben, sind aus Reststoffen produziert. Der Deal sieht wie folgend aus. Die gehen zu Produktionsstätten und gucken, okay, was ist da noch übrig? Was gibt es noch für Reststoffe? Und sagen die, okay, dann nehmen wir die. Das ist meistens Produktionsüberhang oder irgendwelche Fehlproduktionen. Und dafür können die geringere Stückzahlen produzieren zu einigermaßen fairen Preisen und benutzen halt eben nur das, was eigentlich weggeschmissen werden würde. Das heißt, nachhaltiger wird auf jeden Fall schwierig. Wir gehen jetzt aber mal rein in die Hard Facts und quatschen mal über Qualität, mein Bester. Möchtest du anfangen? Ich sag ganz kurz was, dann darfst du nämlich reingehen. Wir haben ja im letzten Video wie Schuhe gebrandcheckt und da gab es Punkte für Veredelung. Die haben wir jetzt rausgenommen, weil hier tatsächlich gar keine Veredelung drauf sind. Bei wie Schuhe war ja immer noch ein Stick, da waren Zipper, da waren irgendwelche Kontrastnähte oder halt so Einleger. Das ist hier nicht vorhanden. Das heißt, wir haben uns das auch gespart und haben gesagt, wir machen das nicht. Das ist auf Qualität, gibt es hier nur 3 mögliche Punkte. Genau, jetzt anstatt eigentlich 5. Anstatt eigentlich 5. Genau. Qualität, fangen wir an. Verarbeitung, gibt es 2 Punkte zu vergeben und ich mache es kurz. Auch hier lässt
nichts zu wünschen übrig, was die Qualität der Verarbeitung angeht. Deswegen gibt es von mir 2 Punkte von 2. Veredelung hat Vince ja gerade gesagt. Material, Haptik gibt es jeweils 0,5 Punkte zu holen. Und die bekommt Edoguts auch, weil, ja, müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Materialtechnisch, die Variante, also der Prozess mit dem Rest der Verwertung ist geil. Und dafür ist es natürlich trotzdem hochwertige Materialien. Das heißt ja nicht, dass es irgendeine Scheiße ist, die in der Ecke liegt. Genau. Und die Haptik. Die Haptik der Klamotten, ja, ist einfach perfekt. Also ich finde es geil. Du weißt ja, ich habe diesen Fit gerockt und voll verliebt drin. Also wirklich mega. Gerade tatsächlich hier auf den T-Shirts, ich bin darauf komplett kleben geblieben. Ich weiß nicht, was ich so geil daran finde. Ich finde es krass, weil du eigentlich nicht der Typ für solche T-Shirts bist. Eigentlich nicht. Und ich vor allem eigentlich nicht der Typ bin. Und da können wir jetzt mal weitergehen zu Style, beziehungsweise erstmal nochmal bei Qualität. Volle Punktzahl, 3 von 3 Punkten von uns beiden. Ich schließe mich Willi da komplett an. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zum Style. Ich bin ja eigentlich nicht der Typ, der Farbe trägt. Das hat sich tatsächlich durch Edoguts geändert. Ja, komm, hör mal auf jetzt. Jetzt reicht's. Nee, weil diese T-Shirts ankamen, in dem Grün und in dem Burgundi hier. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Alter, Farbe sieht gut aus, die Scheiße steht mir. Und dazu kommt dann auch noch der Fit. Und da haben wir genau das Ding, was ich bei Vichu so bemängelt habe. Das sind tatsächlich Klamotten, ich habe das angezogen und es hat sich angefühlt wie zu diese zweite Haut einfach. Hm. Wenn du merkst, das ziehst du an und der Fit ist einfach perfekt. Es ist genau so, wie ich es haben will. Der Ärmel hört genau da auf, wo ich es haben will. Das ist nicht zu breit, ist nicht zu kurz. Es ist einfach wirklich so, auch vom Material dann, dass das gibt dem Ganzen dann nochmal so eine besondere Art, wie es fällt. Also ich bin da wirklich ganz, ganz großer Fan. Vielleicht willst du auch noch mal was dazu sagen. Willst du direkt deine Punkte sagen? Oder? Nö, machen wir dann am Ende. Gut. Machen wir zusammen. Ja, Innovation, Kreativität, auch hier wieder wie immer relativ schwierig, da große, tiefgründige Aussagen zu treffen, weil einfach halt nicht viel passiert mit den Pieces an sich. Das sind natürlich alle geile Stoffe und die Schnitte sind auch gut. Aber was so den Rest angeht, Designs, also gibt es halt einfach nicht viel zu sagen. Deswegen gibt es von meiner Seite aus jeweils für Innovation und Kreativität 0,5 Punkte. Persönliche Meinung ist ähnlich wie bei Vincent. Ich bin nicht ganz so krass hyped, aber was ja auch okay ist, weil es ist auch schön, wenn der gute Vincent mal ein bisschen positiver gestimmt ist als ich. Nee, Quatsch. Also ich habe von 2,5 Punkten 2 gegeben, einfach weil es halt wirklich ein geiles Produkt ist und weil es vom Style her bin ich ähnlich wie Vince, du wirfst es drüber und es passt einfach irgendwie, es fühlt sich stimmig an. Ich würde mir halt allerdings nur wünschen, dass da, wie ich so oft, wenn ich das sage bei der Kategorie, dass da halt auch mal vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, was so, keine Ahnung, ob es jetzt, müssen nicht zwangsweise irgendwelche Motive sein, aber irgendwie fehlt mir noch ein bisschen was für die volle Punktzahl. Klar, und da ist ja dann, das hatten wir ja schon mal in dem Nachhaltigkeitsguide auch, dass man halt sagt, okay, man macht Abstriche im Sinne der Nachhaltigkeit, man hält das Design simpel, einfach um es so nachhaltig wie möglich zu halten. Was war deine Endwertung? Meine Endwertung waren 3 von 5, genau. Genau. Bei mir sind es 3,5 von 5. Ich schließe mich, was Innovation und Kreativität angeht, bei Willi an. Den Rest hatte ich ja schon vorgegriffen. Ja. Preise. Nachhaltigkeit, da haben wir ja schon drüber geredet. Da merkt man, hier ist ein krasses Konzept dahinter. Wenn man auf die Seite geht, gibt es einen großen About-Reiter, wo man komplett nachvollziehen kann, wie wird das hier zusammengesetzt, was ist so die Philosophie auch dahinter. Und wir haben hier tatsächlich nicht nur Nachhaltigkeit im Produkt, sondern Nachhaltigkeit, die auch gelebt wird. Deswegen gibt es da von uns beiden volle Punktzahl für. Qualität und Style jetzt mal in Relation zum Preis gesehen, ist sehr gut. Keine volle Punktzahl von uns beiden, was die Qualität angeht, weil es doch einigermaßen pricey ist. Die T-Shirts kosten 70 €, man kriegt aber auch T-Shirts für 50 €. Man ist irgendwo so in dieser Preisrange unterwegs. Sind ein paar Sachen, die sind überraschend günstig, ein paar Sachen, die sind dann ein bisschen preisintensiver. Das ist halt einfach so. Man wünscht sich natürlich immer, dass es so billig wie irgendwie möglich ist. Das war jetzt aber hier nicht immer gegeben. Und für den Style, ja, du kriegst halt Basics. Du kriegst Basics für stabiles Geld, aber dafür wirst du da wahrscheinlich auch maximal lang Freude dran haben. Ja. Ja, du meintest ja auch, ne? Also gerade was so die Preisstruktur angeht, ist ja auch immer schwierig zu sagen, weil die auch andere Margen haben, ne? Wegen diesen Reststoffen und so. Genau. Ist ja jetzt nicht so, dass die irgendeine neue Rolle aufmachen und da
5000 Pieces produzieren oder sowas. Ja, ansonsten, Vince und ich einer Meinung, was Punktzahl angeht, ist nicht viel hinzuzufügen. Aber auch da, wie immer, kleiner Input von mir noch. Ich glaube, all in all, die Brand an sich, ist der Auftritt ist geil. Ich find die Teile geil. Das ist jetzt einfach nochmal so eine extra persönliche Meinung. Ich find Dirk und Elisa, ne? Mhm. Genau, find die, sind ein cooles Team zusammen. Die machen das schön, die sind sehr customer caring, glaube ich auch. Und alles in allem sind das coole Produkte für den Alltag, wirklich basic stuff. Mich würde es trotzdem mal interessieren, was passiert, wenn die auch mal so ein bisschen out of the box gehen, im Sinne von halt noch mehr, vielleicht auch so Künstlerkollaborationen oder sowas. Mhm. Gibt es ja vielleicht auch schon, ich weiß es gar nicht genau. Ja, genau. Alles in allem kann man sagen, was hier vereint wird, Kreativität, die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, Customer Care. Die Idee dahinter an sich, eine richtig geile Brand, die auf jeden Fall jeder auf dem Schirm haben sollte und auch in Zukunft jeder auf dem Schirm haben sollte. Ja, nice. Genau, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ja, also alles in allem, ihr merkt schon, ich bin Fan und das gebe ich auch gerne offen und ehrlich zu. So sieht's aus. Und weil wir so große Fans sind, haben wir auch mit Dirk nochmal gequatscht, weil wir vor allem Fans sind eben von diesen T-Shirts. Das ist jetzt die erste Charge, die da reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob es die letzte sein wird. Die sind tatsächlich sehr limitiert. Also ich glaube, das ist irgendwas so zwischen 20 und 50 oder 60 Stück, die man da pro Farbe bekommt. Also wirklich, wirklich wenig. Und eine persönliche Empfehlung von uns, zu sagen, das sollte man sich mal anschauen. Die kosten regulär 70 Euro. Das ist eine Ansage. Wir haben hart verhandelt hier für die Community, dass wenn wir hier schon so ein bisschen Werbung auf Nacken machen, dann soll es wenigstens irgendwie 10% Rabatt geben für die Leute aus unserer Community. Der Rest kann ja gerne Vollpreis zahlen. Das heißt, ihr kriegt nochmal 10% mit dem Code WV10. Ja. Alter, ist das geil, Digga, oder? Richtig, da haben krass. Wir uns wieder was ausgedacht, ey. Schreiben wir natürlich auch nochmal unten in die Description mit Link und Co. Dann könnt ihr euch ganz entspannt austoben. So sieht's nämlich aus. Freunde, dann würde ich sagen, sind wir folgt eigentlich... Folgt uns auf Instagram. Oh, ja, das ist wirklich ein Meme, ja, oder? Ja, es ist wirklich... Was sag ich mit Proleten-Peter? Macht der noch was? Nee, der ist... Ist ruhig geworden, ne? Das ist ruhig geworden. Proleten-Peter ist sich mittlerweile, glaube ich, auch einfach zu teuer. Ja. Für uns. Zu fein. Der hat sich gedacht... Ist sich zu fein. Der ist sich zu fein. Schade. Proleten-Peter... Kannst mal wieder. Ja. Wir sehen alles. Der Figger ist für dich, Digga. Ja, genau. Ey, Freunde, dann wünsche ich euch ein extrem schönes Wochenende. Ich bin ziemlich bold hier in meinen Zeitaussagen, wann die Videos kommen. Zuversichtlich. Also auf jeden Fall. Kann auch sein, dass das jetzt einfach auf so einen Mittwoch hochgeladen wird und ich sage hier schönes Wochenende in dem Sinne, aber trotzdem schönes schon Wochenende. Mal vor, Freunde. Schon mal vorab. Ne? Schon mal vorab. Viel Spaß, bis dann. Ciao.